Hallo Welt, da sind wir wieder. Und es wundert mich ein bisschen, dass wir genau hier sind. Ich hätte jetzt erwartet, haben wir unsere Waffe? Da wurde doch gespeichert. Ja, wir haben unsere Waffe. Genau. Ich habe das doch ganz anders in Erinnerung. Ah, der Lagerspind ist ja hier. Die Waffe wollen wir nicht lagern. Die wollen wir vielleicht mal ausrüsten und mal ausprobieren jetzt. Better test the sights. Oh ja. Die Waffe haben wir hier noch gar nicht. Die müssen wir doch erstmal irgendwo hier hinschieben. Auf 5. Zum Beispiel. Oh, niedlich. Oh, okay. Ich möchte nach oben. Von oben kann ich besser gucken. Wir finden jede Menge Munition. Erstmal nehmen wir jetzt so eine Waffe. Ich weiß ja nicht, ob uns hier auf einmal irgendetwas anspringt. Oh. Das sind große Kerzen. Let's see what a gun can do. Ja, prima. Ist aber laut. Oh. Sheriff Avery's taking names. Oha. Hey. Was zum... Wie viele Schuss sind denn da drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich glaube. Hoppla, ich kann hier runterfallen. Da bin ich. Mittendrin. Im Gemetzel. Oh, hoppla. Oh, der Große ist mir zu groß. Vielleicht alle in eine Reihe. Genau, so. Try getting up from that. Boah, da ist noch so ein Großer. Hihi. So einer ist es. Oh nein. Hau, 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 hau. Oh, weg hier. Der kann explodieren. Nein. Wie komme ich da wieder rauf? Worauf? Ich möchte wieder zu meinem Fenster. Fenster wäre schön jetzt. Okay. Ich glaube, wir schaffen das. Und mehr Munition. Oh, Munition ohne Ende. Come on, losers! Nein, nicht schon wieder. Schubs ihn weg. Nein, nicht doch treten. Oh nein, schnell darauf. haben wir endlos Munition oder was? Nee, Munition ist alle. Jetzt. Schade. Voll schade. Wir finden doch bestimmt nie wieder Munition. War das alles?
Nein, jetzt kommen sie von hier. Munition sparen. Oh nein. Der schon wieder. Okay, nix wie raus hier. Der explodiert gleich. Ja, oh nein, die kommen nach. Da. Schnell zur Seite hier. Ja, genau. Peng, leider haben wir die Explosion nicht gesehen. Wir sind ein Held. Ja, ich muss noch einsammeln. Ich habe ganz viel Zeug hier gefunden. Und die Lampe will ich mitnehmen. Die ist schon hell. Die leuchtet so schön im Dunkeln. Oh. Oh. Gut. Trinken. Ja, werf die Dose ruhig weg einfach. So viel Kram. Alarm geht an. Na, können wir noch eine vertragen? Nee. War gar nicht. Schießpulver haben wir schon gefunden. Ein Riegel vielleicht. Noch ein. Wie viel geht denn da rein? Ah, okay, wir sind voll. Das hat aber Spaß gemacht. Ich habe einen Plan gefunden. Schnellladervorteil. Was kann das denn? Der Schnellladervorteil. Wo ist das Schnelllader? Herstellen. Aus Schrott, Kleber, Schießpulver. Und Synthetikfasern. Unterstützte Waffen F2. Das Gewehr. Jawohl, Schnelllader drauf. Durch schlagkräftiges halbautomatisches Gewehr mit Zielfernrohr für den präzisen Kampfeinsatz. Drauf! Geht nicht? Moment. Wo ist denn der Schnelllader? Ach, das ist das Sportgewehr. Nochmal. Schnelllader herstellen. Waffenvorteile. Ach, das ist nur auf der einen Waffe, das ist da schon drauf, oder? Waffen, die diesen Vorteil unterstützen, eine. Verringert die Nachladezeit, ja. Okay, unterstützte Waffen. Da ist sie. Aber wir haben das doch... Ach, wir müssen das natürlich an einer Werkbank bauen. Sam, was ist los? Hey, having fun? Fucking A. I'm nearly done. I'll see you back at the house. Sam, wait. I contacted a CDC doctor in Santa Monica. They need our blood to make a vaccine. That's so. With guns and everyone at Emma's, we can make it. One thing I've learned. The voice on the radio promising to fix all your shit never happens. We're doing just fine. So if Emma decided to come, you'd stay here? She won't. You might be surprised. See you back there. Jawohl, noch etwas Neues. Distanzwaffen, ungewöhnliche Morde, irgendwas ungewöhnliche Nahkampf-Verstümmler-Mod. Und ungewöhnliche Nahkampf-Elektroschocker-Mod, das ist das aber alles nicht. Ungewöhnliche Nahkampf ist es nicht gewesen. Distanz, ungewöhnliche Distanzkampf-Perforator-Mod. Waffen, die diese Mods unterstützen. Keiner? Hat er uns das Gewehr wieder abgenommen? Nahkampf. What? Ach. Kein Kopfzombie? Ist das sowas wie der Kein-Ohrhase oder so? Das Gewehr. Gewehr haben wir da. Den Knüppel. Ah, den finde ich auch ganz gut. Vielleicht finde ich den ganz gut. Ich glaube, dieses Ding hier, das gefällt mir nicht so gut. Das geben wir mal ab. Den Knüppel. Moment. Den könnten, wie hätte ich jetzt gedacht, dann auf die andere setzen. Hier auf Knüppel. Dahin. So. Ja. Hat die Waffe hier, die hätte ich aber... Ach so, hier drin können wir keine Waffe ziehen.
Die hätte ich vielleicht lieber auf 4 gelegt. Na, das kann man ja some motherfucker on a radio. Hey, this is Amy calling Emma John's place. Emma? Andrea? Anyone? Hello? Yes, yes, I'm here. Hey! You made it, Michael. Yes. Getting back was, a lot easier. How'd it go with Emma? You talked to her yet? No. I, no. I will. Yeah. There's no time to waste, Michael. We gotta get moving. I'm coming back. Talk to her now, yeah? Okay, bye. Okay. It's all going to be worth it. Okay, aber ich dachte mir, wenn wir schon mal da sind, dann gucken wir doch mal. Hier muss doch dann irgendwo auch eine Werkbank sein. Er packt immer noch seine Waffen zusammen. Keine Werkbank hier, keine Werkbank dort. Ja, okay, dann ist das ein Safe House mal ohne Werkbank. Kehre zu Emmas Anwesen zurück. Ja, gerne, gerne. Platt. Das ist so platt, dass man es gar nicht mehr sehen kann. Das Fahrrad, das fährt doch noch. Da ist doch nur ein Rad dran. Naja, wenn man... Kommt drauf an, die ist doch sportlich. Die hat ja auch nur noch ein Bein. Du musst den umtreten. Ja, so. Da verliert er gleich seine Gewehrmunition. Inventar ist voll. Wir können nicht so viel Inventarmunition... tragen. 70 nur? Das ist zu laut. Können wir nicht irgendwie so einen Mega-Angriff machen? Da hat er gleich den Kopf verloren. Warum können wir keine Munition mehr tragen? Oh nein. Ja, aber das Gute ist, wir finden Gewehrmunition. Oh, Moment. Ich erinnere mich, hier war doch irgendwie ein... War hier nicht so... Eine Werkbank auch? Was? Schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, das hat mich jetzt etwas überrascht. Was nehmen wir denn da? Ja, die nicht. Ja, das nehmen wir. Aber ich dachte, wir gehen erstmal und... Wow. Halt, ich muss erstmal sterben. Ich bin tot. Wer hätte das gedacht? Wir verraten uns ja auch. Wir haben ja die ganze Zeit hier die Lampe an. Also, wir haben neue Sachen. Erstmal, wir finden Munition jetzt neuerdings. Und die Kreischerin ist auch mit im Spiel jetzt. Boah. Eine brutale Waffe. Nehmen wir mal das hier lieber. Es ist, als würde man auf ein Stück Holz klopfen. Mit einer Machete. Sie könnten auch von hinten kommen. Der weicht aus! Dieser verrückte Zombie weicht einfach aus! Der darf doch nicht ausweichen! F!
Jawohl. Das versuchen wir jetzt hier nochmal. Ich dachte, hier wäre eine Werkbank irgendwo. Wo ist die Verrückte? Na, hier ist keine Werkbank. Vorsicht! Uah. Schnell darauf, die können keine Treppen steigen, habe ich gehört. Oh, das war eine Fehlinformation! Die können sogar brennend Treppen steigen, das könnte ich nicht. Ah, wir können aber dafür kicken. Kick den Zombie. Jawohl. Kick den Zombie. Oh, nochmal. Kick. Kick. Oh, lauf. Hier, Feuerwehr. Ja. Hoppla. Oh, wir haben die falsche Waffe. Warum haben wir die Waffe gewechselt? Genau. Wir sollten eigentlich einen Bonus kriegen, wenn wir die schaffen. Ich weiß nicht, warum wir so verletzlich sind jetzt gerade. Oh, was ist hier? Okay, komm her. Geh weg. Hau drauf. Mach F. Geh nicht. Und F. Ja. Der hätte noch den Schlafanzug an, glaube ich. Ja, und jetzt? Ja, jetzt geht's da weiter. Wer schreit? Das ist manchmal... Sind die wie... Wie als würde man auf Holz hauen. Mit einem ganz stumpfen Messer. Ist unsere Waffe vielleicht stumpf oder was? Wir haben die irgendwie falsch. Die ist falsch gebaut. Die muss doch säbeln mit so einer Machete. Da müssen aber die Köpfe fliegen. Behaupte ich jetzt. Kommt mir so vor, als wäre das Ding total stumpf. So fühlt sich das an gerade. Das ist doch nicht richtig. Die muss extrem scharf sein. Genau. Die muss doch sehr viel schärfer sein. Es ist eine Machete. Die muss doch... Dann man haut drauf und dann fliegt die Brille ab. Oh, und der Kopf, wollte ich sagen. Hat er die Brille verloren? Oh nein. Was nun? Ach, hier wollen wir doch gar nicht rein. Oder doch? Wir wollen... Amy, die ist doch ganz woanders. Die ist doch hier gar nicht. Oder doch? Nein! Wir sind ganz weit weg jetzt. Aber das ist ja auch schön. Treibgas. Schade, kein Lachgas. Was wollen wir denn mit Lachgas in der Zombie-Apokalypse? Naja, das könnte lustig werden. Kichernde Zombies. Den haben wir doch schon mal in seinem Schlafanzug erwischt letztens. Autsch. Du bist die Sportliche, oder? Oh, oh, oh. Haben wir die Machete durchs Gesicht gezogen. Ja, wir machen mehr so Brandschaden oder sowas. Scheinbar. Ja, wir brauchen irgendwie... Moment. Genau, das muss... Das Arm und Bein, die müssen zusammenpassen. Oh, Moment mal. Na, bei uns nicht, aber bei denen. Och, das ist... Es gibt kein Entrinnen hier. Doch. Gibt's ja zum Glück noch. Da, da ist einer. Schnapp sie dir. Drauf zu.
Und den Kopf ab! Kopf ab sofort! ZF meine ich. Ach ja. Guckt keiner? Ah, egal. Schnell weiter. Was ist das denn? Was ist das denn? Wer hat denn hier die ganzen Lichter angemacht? Das ist das Rote Haus, ja? Wer hat denn das zugemacht hier? Was soll denn das? Was ist denn das? Aha, was zum Auseinandernehmen. Das ist gut. Okay. Wir dürfen in der nächsten Folge also einmal unsere Waffen checken. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Ja, in dieser Folge hatten wir super viel Spaß mit dem Sportgewehr. Und Zombies. Sportgewehr und verschiedene Zombies. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.